Am Osterwochenende besuchte Frank Wittchen, Präsident des Rotary Club Frankfurt, die Show von Shenyun Performing Arts in der Jahrhunderthalle. Wunderbar. Also es war ein sehr bunter und sehr kurzweiliger Abend gewesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Durch Shenyuns Darbietung von 5000 Jahren chinesischer Zivilisation hat er ein anderes China kennengelernt. Ich bin persönlich auch relativ häufig in China unterwegs, beruflich. Und insofern kenne ich das China von heute relativ gut. Aber dieses China, so wie es heute Abend dargestellt wurde, mit der reichhaltigen Kultur, mit dieser bunten Art von Akrobatik und Tanz, so habe ich es bisher noch nicht kennengelernt. Ich kenne jetzt sozusagen zwei Chinas. Das eine, was ich, sage ich mal, auf meinen beruflichen Reisen erlebe und jetzt aber auch nochmal ein traditionell vertieftes China, so wie wir es möglicherweise in Europa gerne aus den Büchern kennengelernt haben, wenn wir über Tradition und so weiter sprechen. Neben den klassisch-kulturellen Aspekten der Show fand Herr Wittchen auch Inspiration für den Beruf. Also im Grunde genommen kann ich nur sagen, die Begeisterung der Tänzer und auch diese Leidenschaft, mit der sie vorgetragen haben und ihre Kunst vorgetragen haben, das hat mich begeistert. Und genau so übe ich meinen Job auch aus, mit Begeisterung und Leidenschaft. Und insofern habe ich da vieles entdeckt, was ich auch vorher schon kenne und für mich selber auch gesehen habe. Aber was ich eben besonders gut fand, war, wie 100 Leute im Grunde genommen perfekt als Team zusammenarbeiten. Das ist etwas, wo wir sicherlich für das Berufsleben auch was von lernen können. Die Leidenschaft und Professionalität der Tänzer machten für ihn jedes Stück zum Erlebnis. Im Grunde genommen muss ich sagen, berührt haben mich alle Stücke, weil ich diese Anmut und diese Professionalität, mit der getanzt wurde, ohne oberflächlich zu sein, sondern wo bei jedem Stück im Grunde genommen etwas rübergekommen ist, sozusagen das Yu von Shenyu, das hat mir sehr, sehr imponiert. Nach Ostern setzt Shenyun seine Europatournee in Prag fort.